Hm? Achso, Panzerung und so, ne? Da war ja was. Ding hat Panzerung. Ich erinnere mich. Yay. Der Mond, der sollte so rot sein. Ich weiß, eventuell sind einige der Texturen auch höher aufgelöst. Ich bin nicht ganz sicher, wie weit das kompatibel war mit der deutschen Version. Nee, das kommt erst am Samstag. Was siehst du da? EU4 kommt erst Samstag. Heute ist aber erst Donnerstag, also ist morgen Samstag, Freitag. Also nicht so gut wie erwartet, aber ja. Naja. Morgen ist Freitag. Heute ist nämlich Donnerstag. Das war's dann schon. Oh Gott, kann man kaum lesen. Das kolonische System liegt zwischen unseren äußeren Kolonien. Es besteht auf einer gelben Sonne mit seinem Planeten. Mit 6 Planeten. In jedem Sektor befindet sich eine kleine Anzahl kolonisierten Planeten, neu kolonisierten Planeten. Also das kann man nicht so. Uns liegen Berichte über vermehrte feindliche Aktivitäten in diesem System vor. Die Stabilisierung dieses Bereichs besitzt hohe Priorität. Sie erzielen diese Stabilisierung durch eine erhöhte militärische Präsenz in diesem Bereich. Also, ich dachte, die Liste ist die Aufgaben. Stellen wir uns zum Kommandant her. Ja, die Schriftart ist. War schon immer so, oder? Ja. Diskutieren Sie Kommandanten zum Stützpunkt, bauen Sie eine Militärfabrik. Stellen Sie eine Verteidigungsarmee auf, mindestens 5 Reaper-Einheiten auf. Der Kommandant darf nicht zerstört werden. Okay. Hinweise gibt's nicht. Und. Ah, die Videos werden auch nicht skaliert. Bin nicht ganz sicher, ob ich auf dem aktuellsten Entwicklerstand bin. Ich muss da nochmal gucken. Das war alles so ein bisschen gebastelt, das zum Laufen zu bekommen. Der Sound knistert ganz schön, du. Dass der Sound so knisterte. Ist das synchron oder? Ich muss noch mal gucken, ob ich da vielleicht noch mal. Wie funktioniert es einigermaßen? Ja, in der Tat, das tun sie. Dies ist der festgelegte Bereich der Abwurfzone. Suche nach Landeort beginnen. Ich will jetzt ständig F1 drücken, um Einheiten aus meinem Team auszuwählen. Warum? Wegen Napalm, Junge. Ist unglaublich, wie Napalm das mich versaut hat. Ja,
Könnte man hier nicht auch irgendwo Formation auswählen? Hier ist immer nachträglich eingefügt. Naja, die musste man irgendwie... Oh Gott, die musste man, glaube ich, nee, das mache ich nicht mehr dann. Ihr müsst leider auf Vollbild für Videos verzichten, das ist... Waren die hier irgendwo? Wo war denn die? Nee, da ist auch nur wieder ein Berg, okay. Also, dass der Kommandant nicht denken wir schon, dass das eine Einheit. Ach. Ja, ich muss mal gucken, ob es da auch irgendwie aktueller gibt. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass alles so. Wenn ich jetzt immer 1 und F1 drücken will, das ist schlimm. Ich hoffe, das habe ich bald wieder raus. Wie gesagt, ich muss da so ein bisschen basteln, bis das alles funktioniert, wie es sollte. Es gibt da leider kein einfaches, komplettes Fertigpaket. Und die Fertigsachen, die es gibt, sind auch noch in Englisch und dann muss die da ein bisschen reinbasteln. So, was war das? Niedrig wollte man, glaube ich, haben, ne? Sonst sind die immer ewig weit hinterher gerannt. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Schon ist da ein Cohen drin. 2880 ist da drin. Okay, bum bum bum, laufen wir da runter, aber ich glaube, da war nichts mehr leider. Dann wollen wir sie alle in diesen Pass stopfen. Wollen wir sie mal in diesen Pass stopfen. Danach brauchst du meinen Lokator. So, komm. Wie hoch will ich jetzt flimmern? Ja. Wollen wir das nicht auch irgendwie drehen? Gab es da nicht eine Möglichkeit? Ah, genau, mit der Taste. Nein. Ich habe irgendwo gelesen, dass Türme angeblich in dem Spiel OP sein sollen. Ich kann mich da jetzt nur so bedingt dran erinnern, aber vielleicht habe ich es auch einfach nicht versucht, weil ich dumm bin oder so. So, was soll ich bauen? Scout. Creeper. Es gibt keinen Grund, nicht maximal Reaper zu bauen. Hatte ich nicht, auch da ist noch dieses. So, Flimmern ist hochwertig. Das ist schon mal etwas. Hochauflösendes... Alter. Ich verliere schon wieder meine Armee, bis hier endlich mal die Gebäude überhaupt stehen. Bis überhaupt die Einheitenproduktion anfängt, habe ich schon wieder meine halbe Armee verloren. Einfach, sagt er da, weißt du? Ja. Was habe ich da überhaupt für Türme? Napalmturm? Angeblich von Türmen habe ich irgendwo gelesen, aber wahrscheinlich bestimmte Türme.
Gibt es einen Turm, den ich nie gebaut habe, der komplett OP ist. Ich habe das jetzt nicht wirklich direkt neben die Mine gesetzt, oder doch? Gut, brauche ich eine Mine? Ich glaube nicht. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Ich baue mal Türme hier, komm. Lass mal Türme bauen. Kosten ja nichts. Gut, aber hey, die Musik funktioniert jetzt auch. Die habe ich doch beim letzten Mal oder beim ersten Mal, ich weiß es gar nicht mehr, über VLC einspielen müssen. War das nicht auch so? Ich glaube ja, deswegen habe ich die auch. Als einzelne Dateien noch irgendwie rumballern. Kann ich da jetzt eine Mine draufsetzen? Ich glaube nicht mehr. Habe ich Türme gebaut? Ich weiß es nicht mehr. So, Moment, nochmal kurz gucken hier. Ich muss den Feind gar nicht angreifen, okay. Oh, ich guck mich mal um hier. Oder Port. Haben die nicht, glaube ich, die Source-Code inzwischen freigegeben? Ist auch der einzige Port, also. Wenn kein Mensch sonst dieses Spiel spielen will. Doch, es gibt gar keine weiteren Gegner. Hm? So, diese Standard. Anfangsmission, wie sie auch, keine Ahnung, Warcraft hatte oder Starcraft, oder? Komm mal, komm. Diese Fanfare kenne ich noch gar nicht, oder? Ja, 5 Reaper-Einheiten gebaut und einen ausreichenden Verteidigungsstützpunkt eingerichtet. Der Kommandant wird sich nun zu einem neuen Landeplatz geben, um mit den Berichten eines neuen Stützpunkts zu beginnen, errichten. Feindeinheiten hat er Feind. Verlust an Maschinen. Irgendwo. Ah, Computer 15, ja, okay. Ich hab's wieder unnötig kompliziert gemacht. Richten Sie einen neuen Militärstützpunkt ein und zerstören Sie alle feindlichen Militärmaschinen in diesem Gebiet. Richten Sie einen neuen Militärstützpunkt ein, um mit seiner Hilfe gegen die umfangreichen feindlichen Aktivitäten vorzugehen, die in diesem erst kürzlich kolonisierten Sektor gemeldet wurden. Sobald der Stützpunkt eingerichtet ist, zerstören Sie alle feindlichen Militärmaschinen in diesem Gebiet. Jetzt müssen Sie sich bewähren. Seien Sie wachsam. Ende der Nachricht. Richten Sie alle neue Militärmaschinen vernichten, okay. Gibt es jetzt wieder Intro im Minifenster? Wie? Nein? Nein, okay. Wo ist mein Locator? Da. So, ich bin oben links, das ist schon mal gut, würde ich sagen. Ja, perfekt. Ja, bauen. Mine. Bauen, Zivilwerk. Okay, die kommen irgendwo von hier, nehme ich an. Techniken.
Folien jetzt schon? Wahrscheinlich nicht, aber bau mal. Bau sogar zwei davon. Infanterie. Brauchst mal dahin. Ja, die sind wirklich immer noch so träge. So, was haben wir da noch so? Zivilentwicklungslabor, Bauer. Lokalisierungsmodus bereit. Sensoren in Betrieb. Wie ist denn diese Mine drin, sag mal? So 5, ne, das geht ja. Ein paar Einheiten hier so. Ja, Transport wird durchgeführt. Und ihr versammelt euch schon irgendwo da hinten. Alles gut. In der 90er das Spiel ganz hübsch, hübsch. Ja, wie gesagt, ich habe nochmal so Hi-Res-Dings Texturen reingeballert. Ich bin nicht sicher, ob das mit der deutschen Version kompatibel ist, inwieweit. Ich glaube, die sind nicht aktiv. Ich habe möglicherweise die aus der deutschen Ding mit der Hi-Res überschrieben. Aber was willst du machen? Ich meine. Ist halt so ein bisschen gebastelt, dass ich auch Deutsch habe und so. Bauen wir noch ein paar Türmchen hier hin. Angeblich sollen die gut sein. Angeblich sollen irgendwelche Türme gut sein. Keine Ahnung, welche natürlich. Wie viel konnte man da rein ballern? Eine? Die kleinen einen, die größeren dann mehr, oder? Achso, du hast eine Mine gefunden hier, gell? Perfekt. Das Spiel ja ruhig und entspannt. Nicht mehr lange, aber noch. Dann dauert es, in diesen scheiß Turm zu bauen, sag mal. Oder 3 konnte man da maximal reinschicken, ich weiß gar nicht mehr. Nee, warte mal, dafür brauche ich 30 Entwicklungspunkte, ich habe nur 20. Dann müsste da mehr reinpassen. Waren sie, dann passen da 3 rein. Naja, ich glaube, dann passen da 3 rein. Jawohl! Transport wird durchgeführt. Ja. Ja, verstanden. Verstanden. Ja. Glaube ich. Ich gucke einfach mal. So, wie viel ist da überhaupt noch drin? Da ist noch mal ein Tausender drin, ist auch nicht die Welt, aber... Was willst du machen, ne? Wird das mal heute noch fertig? Eine andere Baueinheit, ja. Mein Team zu weisen. Ja, so, wow, ich habe ja noch 20 Entwicklungspunkte. Ich glaube 3 passten da rein, oder? Das gibt natürlich keine Anzeige, weil... Annehmen.
Block 3, ist das da unten? Ne, das ist die Panzerung. Das 2 würde reinpassen. Hallo, würden Sie mal bitte hier hineinfahren? Hallo? Ich hab mir hier wieder Sachen abgebrochen. Ah. Der fährt da nicht rein, warum nicht?